Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es wird mal wieder Zeit für unseren Blick auf die Devisenmärkte zusammen mit Frank Wiedemann von Flatex. Herr Wiedemann, wir schauen gleich mal auf den US-Dollar. Der hatte sich ja im September und Oktober recht robust gezeigt. Geht jetzt diese Entwicklung auch im November bisher so weiter? Ja, bisher schon. Also im Prinzip ist es so, dass wir im US-Dollar, das ist ja ein Währungskorb von sechs wichtigen Weltwährungen zum US-Dollar, die Entwicklung schön nachvollziehen können. Also wir sind vom Tief, das war im September, um die 4% jetzt nach oben gelaufen. Aktuell knabbern wir so an der 95er-Marke. Interessant ist auch der Blick auf den Chart. Da sehen wir auch, dass sich hier an der Unterseite eine inverse Kopf-Schulter-Formation gebildet hat. Die Nackenlinie von dieser Kopf-Schulter-Formation war im Bereich von 94. Das konnten wir jetzt vor kurzem überschreiten, haben nochmal diese Nackenlinie auch getestet. Sind kurz nochmal auf die 94 aufgetitscht. Und wenn man diese Formation jetzt als Maßgabe nimmt, dann könnte die Reise noch bis in den Bereich von 97 hochlaufen. Also ungefähr, noch ein bisschen mehr als jetzt, also 94, 95 stehen wir aktuell, 97 das Kursziel und die 95, das wäre auch in etwa so das 50% Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung, also Fibonacci Retracement. Also insofern erwarte ich, dass wir weiter nach oben laufen mit dem US-Dollar und so die Zielmarke könnte aus meiner Sicht der Bereich von 95 sein, von 97 sein. Was noch interessant ist, heute Abend um 20.30 Uhr spricht noch Yellen und jetzt ist ja mittlerweile auch die Katze aus dem Sack, wer Yellen beerben wird, und zwar Jerome Powell wird ab 2018 kommen. Ja, er ist eher steht eher für den Bereich der Tauben, das heißt, er steht für eine etwas weichere Geldpolitik. Naja, dann muss man mal abwarten, vielleicht sehen wir dann in 2018 ja etwas schwächere US-Dollar-Kurse, aber das ist natürlich noch in weiter Ferne vom aktuellen Zeitpunkt aus gesehen. Jetzt hat ja ein stärkerer Dollar auch häufig einen fallenden Goldpreis zur Folge. Sehen wir dies im Moment auch? Ja, also wir sehen das auch. Ich meine, Gold hat exakt wie der US-Dollar, also der US-Dollar das Tief, das Gold entsprechend das Jahreshoch im September gehabt. Wir sind jetzt von diesem Jahreshoch, wenn man das Gold betrachtet, etwa 5% nach unten gelaufen. Und interessant ist aber, ja, im Prinzip spielt da der Dollar auch mit rein, aber das Währungspaar US-Dollar-Yen im Vergleich zum Goldpreis ist sehr interessant. Und zwar hier haben wir quasi wie eine Art Spiegelbild. Also sprich, steigt Gold, fällt dieses Währungspaar, umgekehrt fällt Gold, steigt dieses Währungspaar. Und das sieht man hier doch sehr deutlich. Und wir sehen auch zum Beispiel, dass quasi im September sich beide Kurse jetzt hier berühren konnten. Das ist halt von der Darstellung her so. Aber im Prinzip, der US-Dollar ist gefallen. Und im Gegenzug ist das Gold gestiegen und ab diesem Zeitpunkt, ab September, sind wir quasi dann wieder in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, sprich die Schere ist wieder aufgegangen. Und Gründe sind natürlich auch da. Im Prinzip ist ja sowohl Gold als auch der japanische Yen, also wir haben hier das Währungspaar US-Dollar-japanische Yen, eher so eine Krisenwährung. Wir hatten jetzt im September auch relativ häufig Meldungen, Nordkorea zum Beispiel. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass eben Gold und auch der japanische Yen profitieren konnte. Jetzt momentan sind diese Meldungen zumindest nicht mehr so stark im Fokus. Und die Reaktion sieht man entsprechend auch, also sprich Gold ist gefallen und der US-Dollar entsprechend gestiegen. Apropos Japan, schauen wir nochmal da drauf. Die Wahl ist jetzt vorbei mit dem zu erwartenden Ausgang. Wie schlägt sich denn jetzt die Währung vor dem Hintergrund? Ja, also im Prinzip hat ja der alte Ministerpräsident gewonnen, ist quasi auch der neue. Abe hat eigentlich mit einer relativ großen Mehrheit gewonnen. Also das war eigentlich so zwar schon erwartet worden, aber letzten Endes vielleicht auch nicht ganz so stark, aber grundsätzlich ist der alte auch der neue. Die Währung, also wenn man das Yen anguckt, ich meine, wir haben es jetzt im vorhergehenden Chart mal kurz gesehen, wenn der US-Dollar nach oben geht, im Währungspaar US-Dollar-Yen, dann geht im Umkehrschluss natürlich auch der Yen nach unten, hat etwas federn gelassen, also die Wahl war ja Ende Oktober, am 22. Oktober, um genau zu sein, und von diesem Zeitpunkt aus sind wir noch ein bisschen nach oben gelaufen. Beim Chart ist interessant, dass wir jetzt so an der 114er Marke knabbern, das ist ja auch ja, so eine Widerstandsmarke und ich kann mir vorstellen, dass es auch demnächst rausgenommen werden könnte und dann sehen wir auch vielleicht wieder die 118 in greifbare Nähe gerückt sozusagen.
Und ja, für was steht die neue Regierung? Also zum einen wird wahrscheinlich die Politik so weitergeführt wie bisher. Und das bedeutet auch, dass man mit der expansiven Geldpolitik weiter so verfahren wird wie bisher. Also auch die Notenbank hat signalisiert, dass sie weiter quasi für entsprechende Liquidität sorgt, was nicht unbedingt dann für einen stärkeren Yen spricht. Und das sieht man hier auch ein Stück weit in der aktuellen Entwicklung des Yen zum US-Dollar. Frank Wiedemann, das war es dann schon wieder für heute. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Ja, hoffentlich sind Sie dann auch wieder mit dabei. Würde mich freuen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.